Thema des Workshops ist meine Stadt, also quasi Volga City. Ihr werdet in dieser Woche in drei Gruppen eingeteilt. Einmal die Textgruppe, die wird betreut von Martin Schmidt oder vielleicht auch noch bekannt als Fresh Kid. Die Interviewgruppe wird betreut von Daisy oder bürgerlicher Name David. Und die Fotoshoot-Gruppe und die Studioarbeit wird von meiner Wenigkeit betreut. Komme ich aus Afghanistan und ich besuche die 10. Klasse des Ruhr Gymnasiums und schon seit 2 Jahren lebe ich in Deutschland. Ja, okay, Omid, ich fange mal an, dir ein paar Fragen zu stellen. Du hast eben gesagt, du lebst schon seit 2 Jahren in Deutschland. Du kannst, finde ich, auch schon gut Deutsch sprechen dafür. Und was ist deine Erwartung von diesem Workshop, den wir hier machen? Sing dein Song. Ich erwarte, dass etwas Neues zu lernen und neue Menschen kennenlernen und Deutsch weiter zu lernen. Du hast gesagt, du kommst aus Afghanistan. Und was denkst du, wenn wir auf das Thema Integration jetzt genau eingehen, was denkst du von diesem Workshop? Glaubst du, dass es eine positive Sache ist, dass wir alle an einem Ziel, also dass wir alle ein Ziel vor Augen haben und dass wir dieses Ziel als Gruppe gemeinsam umsetzen? Glaubst du, dass man dadurch die Integration hier bei uns auch weiterbringen kann, auch in Wolgast? Ich habe diesen Workshop sehr cool, ganz toll gefunden, weil wir arbeiten in Gruppe. Und dann wir alle, 3, 4 Personen arbeiten in einem Ziel. Und das ist bei mir ist einfacher, wenn jemand alleine arbeitet. Und ich finde das sehr gut. Und dann hier ist zum Beispiel wir neue Menschen kennen. Ich habe schon kennengelernt. Und wenn jemand kommt in diese Gruppe und diese Workshop, das ist eine Möglichkeit, zu neue Menschen mit neuer Kultur kennenzulernen. Und das war sehr gut. Okay, vielen Dank, Omid, dass du dir die Zeit genommen hast und ein paar Fragen beantwortet hast. Dankeschön. Workshop hier in Wolgast. Heute habe ich hier den Chris. Und Chris, fang einfach mal an, erzähl mal ein kleines bisschen von dir. Hallo, ich heiße Chris, bin 12 Jahre und wohne in Wolgast und gehe auf die Hebelandschule. Heute ist der 2. Tag. Du warst gestern schon in der Textgruppe mit Martin. Was sind so deine ersten Eindrücke, die du jetzt so von dem Workshop gesammelt hast? Also, wir haben bis jetzt einen sehr guten Text geschrieben und der Beat passt dazu auch.
Uns hat er zuerst nicht so gefallen, weil er so langsam war und wir haben gedacht, das schaffen wir niemals. Aber umso öfter wir ihn angehört haben, dann haben wir das nachher rausgekriegt und ja, sehr gut geworden. War ein bisschen schwierig, aber war okay. Machst du eigentlich irgendwie so jetzt selbst Musik oder hörst du eigentlich bloß Musik oder spielst du selbst vielleicht ein Instrument? Nee, ich spiele kein Instrument, aber ich mache hier im Jugendhaus Rap. Also ich schreibe gerade meinen eigenen Song. Ja, morgen bist du dann in der Fotogruppe mit Kyla. Und was sind so deine Vorstellungen? Was glaubst du, was erwartet dich morgen in der Fotogruppe? Dass wir vielleicht zu verschiedenen Kulissen fahren und uns vor Objekten fotografieren halt. Und ja, coole Bilder rauskommen fürs Cover und so. Genau. Okay, gut. Danke, Chris, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Neben mir ist Paul. Hallo, Paul. Hallo, ich bin Paul, bin 11 Jahre alt, komme aus Wolgast und gehe in die Kosegartenschule. Ja, Paul, wir haben hier heute den zweiten Tag vom Workshop. Du warst gestern in der Textgruppe. Und was sind so deine ersten Eindrücke von dem Tag, den du gestern gehabt hast? Also ich fand's gut. Es war zum Anfang ein bisschen schwer, Reim zu finden, aber zum Ende wurde es immer besser. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Was meinst du, wenn wir den Workshop hier machen, wird das Gesamtergebnis, was wir machen mit diesem Song und diesem ganzen Projekt, wird das für uns alle ein Erfolg werden? Es wird bestimmt ein Erfolg werden, die CD, wir machen ja auch eine CD, die wird auch bestimmt gut rauskommen. Also ich denke, das wird gut. Wenn natürlich alle fleißig daran mitarbeiten. Ja gut, dann danke, dass du ein paar Fragen für mich hier beantwortet hast. Und ja, dann weiterhin viel Spaß für dich, Paul, ne? Dankeschön. Bitteschön. Paul und bin 12 Jahre alt und wohne in Wolgast. Ja, hallo Paul. Sing dein Song, unser Projekt im Jugendhaus Wolgast. Ja, Paul, erzähl mir mal ganz kurz, warum hast du dich für diesen Workshop entschieden? Ja, weil ich auch mal was Neues lernen will und hab mir gedacht, das macht bestimmt Spaß. Außerdem wollte ich keine Langeweile in den Ferien haben. Mhm. Ja, gut, in den Ferien, ja, kennen ja sicherlich viele. Man weiß nicht so wirklich, was man machen soll. Und naja, so macht man dann was Sinnvolles, ne? Ja, Paul, spielst du selbst ein Instrument? Ja, ich spiele richtig Akkordeon. Also das mache ich in der Musikschule. Aber sonst kann ich auch noch Klavier und ein bisschen Schlagzeug kann ich auch spielen. Und ich bin gerade dabei, Bass und Gitarre zu lernen. Also, du bist auf jeden Fall sehr vielseitig, was die Musik angeht. Ja. Wie weit würdest du denn jetzt sagen, bringt dich dieses Projekt, was du hier selbst machen kannst? Ja, also, ich werde auf jeden Fall, ich habe gelernt, zum Beispiel Texte zu schreiben und ja, mich damit zu befassen. Also. Unser Thema ist ja Wolgast, meine Stadt. Was verbindest du selbst mit der Stadt Wolgast? Ja, also erstmal wohne ich hier und zweitens gibt es ja auch das Jugendhaus und habe ja auch ein paar Freunde, aber halt nicht so viele, weil die habe ich hauptsächlich auf der Insel Usedom, weil ich da auch zur Schule gehe. Mhm. Gut, ja, Paul, das war's eigentlich soweit schon. Dann bedanke ich mich bei dir, wünsche dir weiter viel Spaß, viel Erfolg und danke. Bitte.
krassen Leuten, umgeben von Schützplätzen, die ich hier gesehen habe. Pizzeküche, blaues Wunder, hier geht alles drauf und runter. Genauso wie die Crossmaschinen am Zieserberg. Und wir bauen sogar Schiffe auf der Peenewehr. Wir sind von Grund auf an verschiedene Menschen. Doch ist das Herz am rechten Fleck, gibt's keine Grenzen. Ich fühl mich wohl bei dieser Lage. Das spür ich immer, wenn ich bohrt durch die City fahre. This is our home now. Wahrscheinlich daran, dass ich Vollgasser bin. Nach dem Abendessen gehen die Straßenlichter an. Und dann sitzen wir am Netto zusammen. Mit dem Scooter in der Hand werden Tricks ausprobiert. Hier geht's nur um den Fun, keiner der sich blamiert. Vollgas ist die kurze Stadt, weil sie einen Skatepark hat. Mit dem Brett, mit dem Rad, wir finden für jeden Platz. Ich bin in Vollgas aufgewachsen, geh zur Kosengartenschule. Im großen Stadion spring ich in die Fußballschuhe. Die Truppe macht keinen Quatsch, davon könnt ihr auch was haben. Wenn wir mit den Bikes in den großen Rampen fahren. Der Strand in der Nähe, da kann man baden gehen. Sich in den Strandkorb legen und die Möwen sehen. Wir brauchen keine Sachen zu packen, wir leben da, wo die anderen gerne Urlaub machen, ja. Im wunderschönen Bundesland MacPom. Ja, sie hat echt eine lange Geschichte. Von uns wurde vor 1500 Jahren berichtet. Hier ganz weit im Norden bauten sie die Stadt, die schön ist, auch wenn sie das Schloss nicht mehr hat. Aus einer Hütte werden tausende Gebäude, aus einer Truppe viele tausende Leute. Weißt du, mit der Zeit nichts anzufangen, gibt es einen Penebunker, der dir helfen kann. Will ich keine Wolgastar-Straßen sehen, kann ich in Sünneris spazieren gehen. Dann bin ich unterwegs mit der UBB. Die fährt von den Kaiserbädern bis nach HST. Egal ob alt, krank oder mal das Pfeife erknickt, man wird im Wolgaster Krankenhaus geflickt. Oh,